Ihr habt euch alle gewünscht, nachdem ich erzählt habe, dass ich jetzt bei der 7. Staffel Krassassenfahrt dabei bin, dass ich auch wieder vloggen soll. Und ja, hiermit starte ich jetzt den Vlog. Freunde, ich bin's. Kamera geklaut. Darf man fragen, was ihr macht? Was denn? Wandern. Oh ja, ich habe um 19.10 Uhr dann eine Bikini-Szene. Heute? Mhm. Ich habe mich entschieden, mich zu entfernen. Und euch den Rest hier zu zeigen, weil das wiederholt sich und ich glaube nicht, dass das für den Vlogs unterhaltsam ist, aber für uns war das natürlich sehr witzig gerade. So, gucken wir mal, was die anderen hier im Haus gerade so machen, ne? Guck mal, das ist die Crew, die hier das Ganze dreht. Die tun als Kamera, Aufnahmeleitung und so weiter und so fort. Die spielen gerade ein bisschen Federball. Das ist der Vlog von Shirin. Oh nein! Normalerweise dachte ich, dass alle anderen hier rumhängen, aber hier hängt irgendwie keiner rum. Aha. Und warum nicht? Bounty! Schnuffel! Weil sie alle Germany's Next Topmodel schauen. Heute ist nämlich Donnerstagabend, das Germany's Next Topmodel-Finale. Und gerade ziehen sie sich Werbung rein, wie ihr euch einen Opel Astra gewinnen könnt. Geil! Ich glaube, viel mehr Menschen gibt es hier nicht. Es gibt noch zwei Kameramänner, die gerade rumlaufen und Establisher aufnehmen. Heißt Übergangsvideo-Ausschnitte, damit man schöne Übergänge zwischen den Szenen hat. So, und jetzt gehen wir weiter gucken, was Bear Grylls gerade so macht. Und Shirin ist ja auch gerade da, ne? Kann ich ihre Kamera zurückgeben. Übrigens, ich habe meine Haare gefärbt, was sagt ihr dazu? Grau. Ich dachte mir, einfach weil ich schon so weise bin wie ein Opa, mache ich mir dieselbe Haarfarbe wie ein Opa. Ah, ich habe eine Real-Life-Story. Kein Joke. Heute ist Vatertag und ich habe mit meinem Dad telefoniert, habe ihm erzählt, was gerade so bei mir passiert. Habe kurz eben Vatertag, gute Gewünsche und so ein Kram, was man halt so macht, ne? Und ich war da. Da und habe hier telefoniert. Ich zeige euch das. Ich habe da telefoniert. Da ist unser Haus. Da ist Bear Grylls. Die machen immer noch den Käse. Da habe ich telefoniert. Da wurde eine Frau. Unsere Nachbarin hat sich auf dem Sofa. Das habe ich gesehen. Okay. Real Life Story. So, und jetzt gucken wir mal, was Bear Grylls so macht. Season Episode 2. Nicht immer noch, oder? Season 1. Nein, das hatten wir schon. Use the code Bear Fucking Grylls and get 75% off. Do it now. Episode 4 of the Wild Fucking Nathan thing. Hallo und herzlich willkommen zu Drehtag Nummer 3. Heute ist Tag Nummer 3. Genau, ich habe jetzt ein paar chillige Sachen an, weil es ein bisschen warm ist und wir können nicht den ganzen Tag in unseren Schulmädchen-Outfits rumlaufen. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall mal Fotos gemacht, wir haben auch Videos gedreht, ich werde sehr viel Content schneiden müssen, worauf ich mich aber freue. Und jetzt gehe ich mal wieder so was essen. Genau, ich gucke die ganze Zeit da oben rein, das ist nicht gut, aber ja, ich gehe jetzt erstmal was essen und mein Zimmer aufräumen. Das sieht nämlich ja ein bisschen chaotisch aus. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Was ist das für ein geiles Outfit? Ja. Fashion Week, die ist das und ich komme dann von da und... Trägt man das jetzt so? Ja, ist nice, ne? Ist auch gemütlich. Morgen. Morgen. Also, ja. Ich möchte es nochmal anders präsentieren. Mhm. Eine andere Variante noch? Schwarz. Dann wäre es mega. Dann wäre wirklich top. Felix, für die Farbe zerstören. Mhm. Die Hose ist auch deswegen. Der Hammer. Ja, genau. Ja. Deswegen die zerstören. Noch so ein geiles Outfit. Schön, dass die drehen wir das jetzt. Sehr schön. Was machen wir jetzt? Wir drehen gleich weiter sehen und die bauen da gerade alles auf, ja. Da hinten, da sieht man auch Felix, da ist Maribel. Ja. Selina ist auch am Start in der nächsten Szene. Und jetzt warten wir alle gerade noch. Ja. Hi. Ich habe jetzt auch was anderes an. Seht ihr dann später, warum Felix Szene hat. So, heute ist Tag, welcher Tag ist heute, Kami? Welcher Tag ist heute? Drehtag, heute Samstag auf jeden Fall, Drehtag. Wir drehen heute aber Tag 1. Ah, genau, wir drehen Tag 1, deswegen, Moment, ich habe auch wieder... Ja? So. Hortensia ist back für den Anfang. Und da ist irgendwo eine fette Spinne. Wie hieß sie nochmal, Camelia? Jährling. Wie? Jährling. Ja, kann ich nicht aussprechen. Ich sag Gustav. Ja, das ist Gustav. Wir nennen mal einen deutschen Namen. Weißt du, wie witziger ist? Jährling. Gustav hat auch Essen gefangen. Ich muss noch meine Jacke holen. Deine Jacke? Ja, ich muss Jacke holen. Jacke. Schönes Kleid. Was glaubst du, was macht dich so, was zeichnet dich als Lehrerin aus für diese Staffel? My boobs, something like this. Deine Boobs? Ja.
Okay. Wir drehen jetzt gerade noch ein paar Szenen und zwar haben wir jetzt Gewitter im Kopf hier am Start. Die sind da draußen. Ja. Wir haben jetzt schon unsere Outfits an. Leute, es ist mal wieder das Typische wie bei der letzten Staffel. An dem Tag, wo wir die Busszene drehen, ist es am Regnen. Und wir hatten jetzt so ein Glück, weil es gerade aufgehört hat. Ich bin mal gespannt, wie lange es hält. Und ja, es macht aber mega viel Spaß. Wenn wir am Set sind, müssen wir auch wieder unsere Masken aufziehen. Ja, da wird auf jeden Fall auf alles geachtet und gut geguckt, mich gerade böse an. Und gleich geht's hier los mit dem Dreh. Wir drehen als erste Szene im Bus, wo wir sozusagen von der Kamera zur Location fahren. Und Hi. Hier sitzen auch schon ein paar andere, die gerade mitmachen. Frau Bra, das ist unsere Lehrerin von Krass. Mit dir am Set schon geschlafen. Guck mal, hat er einmal nicht heute das Sagen. Das hat richtig Bock. Erzähl mal was. Ja. Bitte lass laufen. Möchtest du jemanden grüßen? Ja, meine Mama. Ja, guckt die das? Nee, guckt das. Okay. Ihr habt Hunger? Ja. Wo ist die Sexpuppe? Da. Da oben. Bei mir zu Hause. Ja. Bei dir zu Hause? Ja. Boah, so kann ich nicht so gut mit dem Song. Kamina, pass auf. Hast du gebellt? Ja, sie hat Angst zu fallen. Ey. Sie stand da und hatte so einen Fuß unten. Und sie war so, ja, ich weiß. Bärchen. Mehr Hunde-Content. So, Keanu, und Jamie haben hier wohl ihr Zelt und ich wollte mir das mal angucken. Also wir haben hier einen Bach, da ein Zelt, da ein Haus. Also nochmal, Haus. Zelt, Bach und die wollen hier schlafen. Okay. Ah ja. Also sag mal, Keanu, Jamie, was ist eigentlich los bei euch? Was stimmt nicht mit euch? Heute ist tatsächlich schon der letzte Drehtag. Ich habe gerade noch Maiswaffeln gegessen. Ich habe so noch Hunger. Und jetzt müssen wir eben unsere... Warum habe ich euch jetzt diese Info gegeben? Keine Ahnung, aber ich habe noch ein bisschen was im Mund. Ich wundert euch nicht, dass ich so rumschmatze. Und jetzt müssen wir ein bisschen die Zimmer aufräumen. Es werden nämlich noch so ein paar Szenen in den Zimmern aufgenommen. Einfach so für... Ja, für... Ich weiß gar nicht genau wofür, aber Schnittbilder oder sowas, keine Ahnung. Genau, gestern hatte ich auch noch eine sehr witzige Szene mit dem lieben Stanley. Ich bin mal gespannt, wie viele Szenen ihr dann schon gesehen habt, sobald dieser Vlog online geht. Aber ja, ich weiß auch gar nicht, wie viel ich geblockt habe. Ich habe zwischendurch auch mal NASA in die Kamera in die Hand gegeben, einfach damit er ein bisschen für euch blockt, weil es letztens Mal sehr gut angekommen ist. Nur wir waren diesmal wirklich so, man war irgendwie so im Stress und man wollte auch nicht mit so vielen immer im Set sein oder zumindest gucken, dass man vielleicht nicht immer da durchläuft wegen der ganzen Geschichte drumherum. Jetzt sitze ich hier tatsächlich neben der Toilette und vlogge. Ja. Was soll man da sagen? So Leute, ich bin wieder zu Hause. Ich glaube, ich habe kaum noch was am letzten Tag gefilmt, beziehungsweise an dem Sonntag und an dem Montag, wo Abreisetag war, habe ich, glaube ich, gar nicht mehr gefilmt. Aber es war einfach noch super viel los. Ich meine, wir haben noch die letzten Szenen gedreht und dann hatten wir abends so eine kleine Abschlussfeier. Diesmal natürlich alles ein bisschen gemäßigter, aber wir haben auf jeden Fall dann gar nicht mehr daran gedacht, irgendwie groß zu vloggen oder Stories zu machen. Deswegen ist es hier nur ein kleiner Einblick, aber ich weiß nicht mehr, wann der Vlog online geht. Ich habe diesmal aber so viele Videos noch nebenbei gedreht. Also letztes Mal habe ich ja gar kein Video am Set mit anderen gedreht, sondern erst hinterher mit Keanu und Shani. Diesmal war ich sehr fleißig und habe immer in Pausen extra Content gedreht, der jetzt hier auf dem Kanal eventuell schon online ist oder noch online kommen wird. Ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Es sind witzige Videos. Ich habe allen noch unangenehme Fragen gestellt. Falls das Video schon online ist, in der Infobox schauen. Falls nicht, dann könnt ihr euch auf was freuen. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt seit 2 Tagen wieder zu Hause und ich muss erstmal klarkommen. Also es ist immer so viel auf einmal. Man bekommt in so einer kurzen Zeit so viele Eindrücke und ich habe das Gefühl, mein Kopf kommt nicht hinterher. Ich muss erstmal wieder hier ankommen in Köln, in meiner Wohnung und wieder in meinen Trott kommen, in meine Routine. Ich glaube, das ist aber auch normal. Ich denke, es geht den meisten so. Ich habe auch mit ein paar noch geschrieben und alle sind so ein bisschen lost gerade. Ich hoffe, die Staffel wird cool. Ich bin so gespannt, was ihr sagt, weil meine Rolle ist diesmal... Also ich feiere es mega, wie meine Rolle sich jetzt entwickelt. Ich finde es super witzig. Es war zum Teil total cringe und... unangenehm, aber auch super lustig. Wir haben echt viel gelacht am Set. Ich will es auch gar nicht zu lange labern. Es sollte nur ein Outro sein. Ich wollte noch mal was sagen, nicht, dass der Vlog so abrupt endet. Also mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich mega auf die Staffel. Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start seid, dass ihr euch das anschaut, dass ihr es feiert und uns auch unterstützt. Und ja, wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Wer weiß, ob man mich noch mal irgendwo sieht. We will see. Jetzt ist erstmal die Staffel angesagt und ich verabschiede mich auch von diesem Vlog. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ja, bis dann. Ciao.